Hallo und herzlich willkommen zu Talabox Invest Smart statt Hart oder heute eher Invest Automatisch statt Manuell. Automatisch Millionär werden, der Titel ist provokant gewählt, aber ich will euch eine Technik verraten, die ich selbst anwende, mit der ihr euch ein kleines Vermögen aufbauen könnt, ohne dass ihr es merkt. Vielen geht es ja so, am Ende des Monats ist kein Geld mehr da. Egal, ob man mal mehr Geld hat, Weihnachtsgeld, paar hundert Euro mehr oder mal etwas weniger, weil man eine größere Ausgabe hat. Meistens schafft man es immer genau mit dem Geld, was man zur Verfügung hat, auszukommen. Das liegt an der Gewohnheit. Man ist daran gewöhnt, einfach sein Geld dann quasi zu null aufzubrauchen. Aber jetzt muss man sich was zunutze machen und diesen Effekt. Man muss zuallererst sich bezahlen, also zuallererst Kleinstbeträge aus diesem Cashflow, den man monatlich hat, abzuziehen und dieses Ganze automatisiert. Denn der Mensch neigt dazu, wenn etwas automatisiert ist, das nicht selbst wirklich zu merken. Dieser Prozess oder diese Technik ist unter anderem von Eric Bach in einem ganzen Buch beschrieben worden oder auch Jim Rohn sagt, wenn du 1 Dollar verdienst, gebe niemals mehr als 70 Cent davon aus. 30 Cent lege zur Seite. Und durch diese Kleinstbeträge kann man anfangen, sich automatisch ein Vermögen aufzubauen. Und deshalb Lattefaktor, weil man sagt, okay, leiste ich jetzt mir wirklich diesen Kaffee oder investiere ich dieses Geld und nutze es in Zukunft? Da gibt es auch ein bisschen Kritik daran, dass man quasi zurückstecken will, aber diese versuche ich später noch ein bisschen abzuschwächen. Schauen wir uns doch mal an, wie das Ganze aussieht in einem Beispiel. Ich habe hier eine Beispielrechnung und sagen wir, wir würden monatlich 500 Euro beiseite legen, dann sind das im Jahr 6.000 Euro. Auf 30 Jahre gesehen hätten wir schon 180.000 Euro und dieses Ganze automatisiert. Wir würden es gar nicht richtig merken. Nur wenn wir immer nach ein paar Monaten drauf gucken, merken wir, wie das Geld wächst. Wenn wir jetzt noch was ganz ansetzen würden mit Zinsen, zum Beispiel mit 5%, dann hätten wir nach 3 Jahren 19.000, 5 Jahren 33.000 und nach 30 Jahren, wenn man das hat, man 400.000. Wenn man jetzt ein wirklich guter Anleger ist und sein Geld wirklich gut investiert und dann zu 10% Rendite, dann hat man nach 3 Jahren, wenn man immer 500 Euro pro Monat automatisch beiseite legt auf dem Extrakonto und investiert, 20.000, nach 5 Jahren 38.000, 10 Jahren 100.000 und nach 30 Jahren 1.000.000. Das muss man sich erstmal klar machen, was für Effekte da langfristig wirken. Das ist zwar jetzt ein schönes Rechenbeispiel ohne Inflation, die das Geld noch ein bisschen auffrisst und Steuern, aber ich will erstmal das Konzept klar machen, damit man von dem Kurzfristigen, was man meistens sieht, auf das Langfristige kommt und sich da mehr Gedanken drüber macht und Weitsicht gewinnt. Doch wie sieht das Konzept jetzt wirklich aus? Wir haben 50% unseres Einkommens für lebensnotwendige Ausgaben. Das sind zum Beispiel Ausgaben fürs tägliche Leben, wie Miete, Lebensmittel, Klamotten oder Steuern, also die wir zahlen müssen. Die sind ein großer Block, das sind 50%. Dann 20% finanzielle Freiheit. Was fällt darunter? Also das ist unser Konto für die finanzielle Freiheit. Also wir investieren in Produkte oder wir erzeugen uns passive Einkommensströme. Dieses Geld verbrauchen wir niemals. Erst wenn wir von den Zinsen leben könnten, dann können wir die Zinsen entnehmen. Aber so lange investieren wir immer weiter und lassen den Zinseszinseffekt, wo ich das Rechenbeispiel eben hatte, wirken. Dann 10% Weiterbildungskonto. Wir persönlich sind unser größtes Asset, also wir müssen in uns investieren. Wenn wir mehr Wissen haben, können wir auch mehr davon ernten. Also wir investieren zum Beispiel in Bücher oder wir wollen eine Sprache lernen, Spanisch, dann kann man sich eben Spanischkurs, Chinesisch oder man möchte sich irgendwie mental weiterentwickeln. Man guckt einfach und investiert da und das Geld legt man auch beiseite. Dann gibt es langfristige Ziele. Jeder hat langfristige Ziele, möchte sich ein Auto, einen tollen Urlaub oder irgendwas in die Richtung, wirklich Luxus, also was Extravagantes und wenn man natürlich mehrere Ziele hat, splittet man sein Geld natürlich auf die verschiedenen Projekte, die man da hat. Dann 5% Spaßkonto, wirklich das monatliche Spielgeld oder wenn man so will, früher hat man Taschengeld bekommen, 10 Euro und dann durfte man sich davon Süßigkeiten kaufen und so macht man das quasi heute, man essen gehen, Kinobesuch, feiern gehen, alles was das Herz begehrt. Und die letzten 5% sind geben. Das meint jetzt nicht nur Charity, was auch gut ist für Hilfsbedürftige, aber das ist auch Geld für Geburtstage, für Freunde oder wie jetzt aktuell Weihnachten. Also wirklich, dass man den Leuten was gibt. Und das muss auch nicht mal Geld sein, das kann auch wirklich mal was sein, Zeit, dass man seinen Nachbarn hilft oder hilfsbedürftigen Organisationen hilft. Das bringt mich meistens mehr, als wenn man den 100 Euro spendet. So. Das Problem dabei ist, wenn wir das jetzt so vor uns haben und sagen, okay, ich mache das jeden Monat manuell, funktioniert das meistens nicht.
Wir müssen da einen gewissen Autopilot reinbringen. Und das machen wir am besten, wenn wir das Ganze automatisieren. Also es ist wie ein Flugzeug. Man muss zwar starten, man muss mit dem Prozess beginnen, aber dann schaltet der Pilot den Autopiloten ein. Das Flugzeug fliegt eigentlich von alleine. Man muss zwar mal ein paar Kurskorrekturen machen, aber ansonsten bringt uns das sicher ans Ziel. Und wie machen wir das Ganze? Wir machen das Ganze automatisiert. Wir nehmen unser normales Konto, wo unser Einkommen kommt oder was wir auch immer wir für Geld haben, und überweisen das jetzt auf ein Extrakonto. Wir öffnen uns zum Beispiel ein Tagesgeldkonto und machen dann monatliche Daueraufträge. Also wir machen das nicht immer per Hand manuell, sondern wir machen das per Daueraufträge. Und wie das zum Beispiel jetzt mal bei mir in der Praxis aussieht, zeige ich euch jetzt. Also bei mir sind das 20% dieser finanzielle Freiheit, und die teile ich jeweils in 50% in einen Sparplan auf und 50% in private Kredite. Wie mache ich das? Ich habe ein extra Depot eröffnet und dort wird das Geld automatisch in einen ETF-Sparplan investiert. Das ist ein DAX, und da investiere ich monatlich einen Festbetrag, und das wird automatisch ausgeführt und ist kostenlos. Es gibt viele Broker, wo es ein paar Euro kostet, aber insgesamt sind diese Sparpläne, die schon, glaube ich, ab 25 Euro, 50 Euro losgehen, relativ kostengünstig, also man hat keine großen Gebühren. Und wenn das Geld automatisch überwiesen wird, dann hat man nach einem Jahr, guckt man drauf, und dann wird es immer mehr. Ansonsten habe ich noch Privatkredite investiert, also ich vergebe Konsumkredite oder an kleine Selbstständige oder ja, Einzelunternehmer und investiere die bei Kreditprojekten, Renovierungen, Autokauf, alles Mögliche. Natürlich investiere ich nicht irgendwelche Ramschprojekte und investiere in einen ganz viel Geld, sondern ich teile das wirklich auf. Und dieser ganze Prozess läuft automatisch ab. Dann für die anderen Kategorien wie Weiterbildungskonto, langfristige Ziele, Spaßkonto oder Geben. Das überweisen wir dann einfach auf das Tagesgeldkonto und fügen das alles da zusammen. Und in einer Excel-Tabelle können wir dann ganz leicht einfach die monatlichen Beträge zusammenzählen und weiß dann, okay, Fee, was kommt in welche Kategorie. Das funktioniert auch ganz einfach. Also fassen wir kurz zusammen. Teilt euer Einkommen auf 50% lebensnotwendige Ausgaben, 20% finanzielle Freiheit, 10% Weiterbildungskonto, 10% langfristige Ziele, 5% Spaßkonto und 5% geben. Diese prozentualen Zahlen sind jetzt nicht wirklich fix. Die sollen nur einen groben Richtwert geben. Und was ganz wichtig, automatisiert diesen Prozess. Geht in Google, sucht euch ein kostenloses Depot oder Tagesgeldkonto, wo ihr das Geld einfach überweisen könnt und nicht draufkommt und auch nicht anfasst. Und dann funktioniert das auch ohne Probleme. So, wenn ihr noch mehr wissen wollt, wie ich investiere, dann checkt doch meine Webseite. Da habe ich zum Beispiel mein Portfolio von Privatkrediten und von Social Trading und alles Mögliche. Da wird immer mehr kommen. Ansonsten, wenn ihr mehr großartige Finanzvideos wollt, dann abonniert doch meinen Kanal und gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten schaut meine anderen Videos, zum Beispiel meine Erfahrung mit Lendico. Das ist so eine Privatkreditplattform, wo ich investiere und meine Erfahrung gebe, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Außerdem habe ich euch ein Video verlinkt, wie soll ich mein Geld anlegen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, frohes Investieren, bis bald, euer Basti. Ciao, ciao.